Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen in Griechenland. Willkommen im neuen Olympiastadion von Athen. Und Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn in diesem Augenblick betreten beide Mannschaften den Rasen des Olympiastadions. Das sind die Leipziger Anhänger, die hier rechts vor uns angesiedelt sind. Sie sind klar in der Minderheit heute Abend. Etwa 1000 mögen es sein, die Blau-Gelben, die hier links stehen, unterstützen werden. Rechts, das ist der Favorit, das ist Ajax Amsterdam in Weiß und Rot. Und ihre Fans sitzen gegenüber, 10.000, 12.000, so die ungefähre Schätzung. Das Stadion überhaupt ist noch nicht einmal zur Hälfte gefüllt. 80.000 ist das Fassungsvermögen. Einheimische haben uns gesagt, es mögen etwa 35.000 Zuschauer sein. Und hier die Aufstellung von Ajax Amsterdam. Interessant, die Nummer 3, Frank Verlaat. Ein 19-Jähriger, ein junger Mann, der heute erst sein zweites Spiel für die Holländer bestreitet. Er ist ins Team gekommen, weil sich der etatmäßige Verteidiger Danny Blind am Wochenende verletzt hat und heute in diesem wichtigen Spiel nicht mitmachen kann. Wie auch Frank Bosmann, der bisher erfolgreichste Torschütze im Europapokal mit 8 Treffern. Er ist gesperrt nach einem Platzverweis im Halbfinale von Saragossa. Hier sehen Sie die Kulisse. Und das ist die Mannschaft von Lokomotive Leipzig. Auch hier einige Nationalspieler. Fast der komplette Abwehrblock, die Nummern 1 bis 5, ist auch in der Nationalmannschaft tätig. Die Ausnahme, die 3, der Libero, Frank Baum, aber auch er ein ehemaliger Nationalspieler. Die Nummer 1, René Müller, auf ihn setzen sie ihre Hoffnungen, den Torwart von Lok Leipzig. Von ihm wird es abhängen, wie heute der Außenseiter gegen den eindeutigen Favoriten, und das ist Ajax Amsterdam, abschneiden wird. Der Mann in Schwarz, in Deutschland ein bekannter Mann, nicht nur bei Horst Köppel und Franz Beckenbauer, Luigi Agnolin, einer der erfahrensten im internationalen Geschäft. Er pfiff auch das Halbfinale von Mexiko, Deutschland gegen Brasilien. Und das ist der Anstoß für Ajax. Ajax Amsterdam hat die höchste Prämie ausgesetzt, die es bisher im holländischen Fußball für einen derartigen Pokalerfolg zu gewinnen gab. Kein Abseits. 300.000 Gulden, das sind 270.000 Mark etwa, sollen an 20 Spieler verteilt werden. Im Falle des Sieges natürlich nur. Deloy, gefährlich. Basten und Tor. 1:0. In der 21. Minute. Sehr schön herausgespielt über die rechte Seite. Über den rechten Verteidiger Deloy. Und der Torschütze heißt Marco van Basten. Er ist also seinem Ruf als Torjäger gerecht geworden. Sehr schön, präzise und scharf. Die Hereingabe und Van Basten um Sekundenbruchteile eher am Ball als sein Gegenspieler Matthias Lindner, und das heißt 1:0 für Ajax. Ja, und damit ist natürlich das eingetreten, was Ajax erhofft, die Fachleute erwartet hatten, und was man natürlich auf Lok Leipzig Seite auf jeden Fall vermeiden wollte. Das Spiel eigentlich recht gut anzuschauen. Was fehlt, sind eben die Torraumszenen, die spannenden Momente. Auf Seiten der Holländer waren es 2-3, bei den Leipzigern eigentlich nur eine einzige. Da verpasste Edmond diese scharfe Hereingabe. Van Basten auf Winter,
Ja, wenigstens noch einmal ein Höhepunkt und Schiedsrichter Anjolin hat in diese Aktion hinein zur Pause gepfiffen. 1:0 steht es nach 45 Minuten im Europapokal-Endspiel der Pokalsieger Hans-Ulrich Thomale. Bereitet die zweite und damit natürlich auch zugleich die letzte Auswechslung vor. Die 15. Bredo. Der Pokal, um den es hier heute Abend geht. Und wenn sich nicht bald etwas tut, dann wird er in den Besitz von Ajax Amsterdam übergehen. Versuchen es die Leipziger, keine Frage. Aber im Eifer des Gefechts misslingen dann natürlich auch viele Sachen, wie eben hier dieser Einwurf von Zötsche. Lindner. Scholten. Die beiden Neuen im Zusammenspiel, Scholten und Bergkamp. Johann Cruyff. Mit ihm ist der Erfolg zurückgekommen nach Amsterdam. Richter! Natürlich kein Strafstoß, aber da hätte sich beinahe doch noch einmal eine Gelegenheit für die Leipziger ergeben. Hans-Ulrich Thomale. Sie haben den offenen Kampf zu spät gesucht, zu lange gewartet und es den Holländern doch relativ leicht gemacht aufgrund ihrer besseren Spielanlage, ihrer technischen Fähigkeiten, das Spiel über die Zeit zu bringen. Scholten. Und noch einmal eine Chance für Winter. Noch gut eine Minute. Das Spiel leider, muss ich sagen, auch in der zweiten Halbzeit mit nur sehr, sehr wenig Höhepunkten. Ajax hat die Partie kontrolliert. Lok Leipzig technisch und spielerisch nicht in der Lage, Entscheidendes dagegen zu setzen. Entscheidendes Manko bei Lok Leipzig, sicherlich die Angriffsschwäche. Die Abwehr hat nur ein Tor zugelassen. Damit muss man rechnen in so einem Finale. Aber im Mittelfeld und im Angriff, da lief doch wenig zusammen. Reikert noch einmal, 30 Sekunden. Rennen Ajax Amsterdam noch vom Gewinn des Europapokals. Reikardt und Müller. Frank Reikardt sicherlich der beste, der auffälligste Spieler hier heute in Athen. Und gegenüber sind jetzt die griechischen Sicherheitskräfte aufgezogen, die natürlich jetzt versuchen werden, die Begeisterung der Fans etwas
einzudämmen. Die meisten der Ajax-Spieler und auch Johann Cruyff, die sind bereits aufgestanden. Angelin hat schon ein bisschen über die Zeit spielen lassen. 10, 15 Sekunden. Die Fotografen haben sich vor der Ajax-Bank aufgebaut. Die Fans jubeln und gleich wird auch dieser Mann jubeln. Johann Cruyff, der Manager, der Mann, der bei Ajax Amsterdam das Sagen hat, weit aus dem Kasten. René Müller, letzte Versuche, Abseitsentscheidung von Schiedsrichter Luigi Angiolin noch einmal. Auch die beiden Auswechselspieler wollen jetzt gleich aufs Feld laufen zu ihren Kameraden, die jubelnden Holländer. Ich weiß eigentlich nicht, warum Luigi Angiolin so weit länger spielen lässt. Abschluss noch einmal vom Gehäuse von René Müller. Johann Cruyff ist inzwischen auf seinen Stuhl gestiegen, weil er nicht mehr erkennen kann. Und jetzt kann auch er die Arme hochreißen. Da sehen Sie ihn. Europapokalsieger, der Pokalsieger 1987. Ajax Amsterdam und Enttäuschung bei Hans-Ulrich Thomale, seinem Gegenüber. Es hat nicht gereicht für Lok Leipzig. Der verdiente Sieger, das steht fest. Heißt Ajax Amsterdam, Leipzig, so glaube ich, hat eine Chance verpasst. Und mit der Wiederholung des 1:0, des entscheidenden, des goldenen Tores durch Marco van Basten, verabschieden wir uns hier aus dem Olympiastadion von Athen und geben nach diesem Kopfballtor, das die Entscheidung brachte, zurück nach Deutschland, nach Baden-Baden zu Hans-Reinhard Scheu.